Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Empyreon. Ein neuer Tag beginnt. Ich hatte wie angekündigt, habe ich über Nacht ordentlich gegrindet. Und zwar überwiegend Promethium und auf dem Weg habe ich dann noch ein bisschen Kupfer eingesammelt. Hier ist gerade noch ein bisschen Muni durchgelaufen. Also zur Erklärung, vielleicht von vorne. Ich habe mir erstmal Dinge für eine Base hergestellt, alles was man also braucht. Dann noch diesen Wassergenerator. Ich habe schon mal Fuel Packs produziert. Das brechen wir jetzt an der Stelle. Ach nee, Quatsch. Blödsinn, das läuft weiter. Fuel Packs produziert und eine Panzerung. Die sehe ich jetzt halt auch zum ersten Mal. Und ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Plan für heute, Base basteln, die Base bewaffnen und einen Wassergenerator aufstellen. Ich habe mir gedacht, hier drüben ist es vielleicht echt am klügsten, die Base aufzuziehen. Das ist nicht so weit weg von unserer Hütte, die wir hier oben haben. Und ich vermute mal, dass hier drüben doch auch einiges irgendwie an Outposts unterwegs ist. Also wenn man sich die Fläche da mal anschaut, in der Mitte, fängt er mir jetzt tatsächlich den Mauszeiger ein? In der Vorschau sehe ich ihn jetzt. Kann also sein, wie dem auch sei. Also hier diese Fläche, das sieht ja aus wie so eine Ebene. Also da gibt es bestimmt Stress, gehe ich mal von aus. Und aber wie gesagt, also hier sind die ganzen Vorkommen sowieso hier einigermaßen zentriert. Hier ist das Dorf, die verlassene Mine. Hier drüben habe ich übrigens auch schon den Handelsposten entdeckt. Der wird einem scheinbar von Anfang an auf der Karte angezeigt. Deswegen also diese kleine Landzunge hier, diese Miniatur-Halbinsel, das erscheint mir ganz geeignet als Basis zu sein. Ansonsten ist eigentlich nichts der Rede wert passiert, deswegen schnappen wir uns gerade mal hier noch die restlichen Fuel Packs. Eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant ist, man kann diese Tanks, das sieht ja jetzt sowieso komplett anders aus, also das ist nicht mehr so eine Liste, wo die Fuel Packs alle aufgereiht sind, sondern man befüllt die Dinge einfach. Man kann aber auch wieder was rausholen, also wenn man zu viel reingekippt hat und das irgendwo anders braucht, einfach auf Withdraw gehen und dann in 100er Schritten oder 90er Schritten kann man es, glaube ich, rauslassen. Genau, lass mal die mal 65% drin. Den Rest nehmen wir erstmal mit. So, nächste Sache. Light Armor. Must use the Armor Locker. Okay, da fehlt mir also tatsächlich noch ein Armor Locker. Also quasi eine Umkleidekabine, wenn man so will. Schauen wir mal in den Tech Tree. Der wird sich ja da irgendwo verbergen. Base. Gravity. Medic Station. Könnt ihr mir auch schon mal freischalten. Keine blöde Idee. Locker sehe ich auf den ersten Blick zumindest nicht. Repair Station. Auch interessant, das ist doch auch neu. Armor Locker, ich habe ihn schon freigeschalten. Okay, können wir den herstellen. Das hätte ich jetzt natürlich schon noch gern dabei. Gerade für die nächste Base. Also für die erste Base sozusagen. Armor Locker. Wie sieht das Ding aus? So, okay, können wir uns leisten. Dann bestelle ich den schon mal. Brechen die Fuel Packs gerade nochmal ab, weil das Ding will ich natürlich schon mitnehmen. Ventilatoren braucht man, um eine vernünftige Atmosphäre für den Pflanzenanbau zu erzeugen. Hat aber, glaube ich, auf Akua keine Relevanz. Also wenn man auf Obicron Sachen anbauen will, dann natürlich schon. Hier glaube ich erstmal nicht. Okay, das können wir uns direkt noch gönnen. Okay, aber ansonsten habe ich jetzt erstmal nur so die Basics für die Base eingepackt. Und dann werde ich danach halt einfach Prioritäten setzen und schauen, was so nach und nach von Relevanz sein wird. Eine Farm jetzt erstmal noch nicht. Ja, der Food Processor, der hat jetzt auch keine Eile, weil ich hier sowieso schon einen stehen habe. Okay, ich denke, dann passt das schon für den Anfang. Schauen wir gerade nochmal. Generator, Tank, Base Starter, ein paar Klötzchen. Das sollte genügen für den Anfang, oder? Ja, ein paar Steelblocks auf jeden Fall schon mal nachordern, aber das, was wir jetzt auf Tasche haben, das reicht schon für den Anfang. Bestellen wir einfach nochmal 100 Stück nach, das sollte nicht zu wenig sein. So. Ammo-Kiste habe ich, passende Munition für meinen Kanonenturm. Okay. Ich habe mir halt gedacht, man spendiert dem Ding auch gleich mal ein bisschen Bewaffnung, weil ich gehe schon davon aus, dass dann die Drohnen auch nicht so lang auf sich warten lassen. Aber gut, dann machen wir uns mal vom Acker hier.
damit wir da die Grundlagen schaffen, damit auch mal was vorangeht. Hover-Vessel baue ich mir natürlich dann auch erst, wenn die Base einigermaßen steht und ich meine ganzen Ressourcen darunter transferiert habe. Setzen wir uns mal einen Marker. Base. Und auf geht's. Ah, es ist halt schon deutlich angenehmer tagsüber. Also man muss schon sagen. Okay, ich fahre komplett in die falsche Richtung. Ich bin ja, war natürlich logischerweise nachts unterwegs, bin zum Grinden gefahren. Und das ist schon zäh, also. Man sieht ja die Hand vor Augen kaum, man hat nicht sonderlich weit, also Sichtweite. Egal, ob man zu Fuß mit der Taschenlampe unterwegs ist oder mit dem Moped und dann gerade, wenn man irgendwie durch diesen Dschungel durchfährt, das ist schon... Bleibst alle 5 Meter an irgendeinem Stein hängen, wirst noch von irgendwelchen Insektenmonstern überfallen. Das ist alles nicht so prickelnd. Aber cool sind diese Alien-Insekten, das ist mir halt jetzt nicht gelungen, das aufzunehmen. Aber da müssen wir einfach mal eine Nachtwanderung machen bei Gelegenheit. Da treiben sich halt noch ganz andere Kreaturen rum. Die sahen auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Das muss ich schon sagen. So. Und geregnet oder so hat es bislang auch noch nicht. Also ich gehe eh mal davon aus, dass das Wetter insgesamt auf Akua noch einigermaßen beständig und human ist. Das sieht auf anderen Planeten wahrscheinlich ganz anders aus. Was war das? Uah! Tor! Okay. Meine Güte, das klingt ja grauenvoll! Pflanzenmonster! Hau bloß ab, ey. Okay. Von beiden Kreaturen dachte ich im Übrigen, dass die nur nachts unterwegs seien. Ja, hab mich wohl ein bisschen getäuscht. Dachte ich, dass die auch nur nachts unterwegs sind. Sie an, okay. Aber tagsüber scheinen sie friedlich zu sein, kann das sein? Zumindest nicht aggressiv. Nun schön. So, da drüben ist meine schöne Halbinsel, die ich mir ausgesucht hatte. Ich wollte natürlich auch die Base in einer einigermaßen ebenen Fläche haben. Damit ich, also wenn ich mir dann Hover-Vessel irgendwo auf dem Berg oben baue, dann ist das natürlich total dämlich, weil ich da nie wieder hochkommen werde, gehe ich mal von aus. Und außerdem, ich glaube, die Dinger können ja auch nach wie vor über Wasser schweben. Also davon gehe ich jetzt schon aus, dass das nicht verändert wurde. Deswegen ist das hier nicht so schlecht, die Location, denke ich mal. Malerisch eingerahmt von Gebirgen, das passt schon. Na, erstmal sauber machen hier. Gut. Ja, ich denke schon, dass das hier passt. Fürs Erste. Gut, dann beginnen wir mal. Das mal für Hotbar packen, was ich so brauche. Das. Klötzchen. Noch mehr Klötzchen. Water Generator. Ich glaube, den stelle ich direkt auf. Damit der schon mal seine Arbeit verrichten kann. Ganz, ganz wichtige Ressource einfach, um First Aid Kits herzustellen. Beziehungsweise halt diese, wie heißen sie noch? Diese Spritzen halt. Diese Antidote-Spritzen. Okay, das Ding läuft. Sehr schön. Dann pflanzen wir uns mal eine Base. So, einfach mal mittig rein. Das wird schon passen. Und kleben auch direkt mal ein paar Klötzchen dran, damit wir so eine Grundfläche erhalten. Möglichst stabil das Ganze und vielleicht auch einigermaßen symmetrisch. 1, 2, 3, 4 Klötzchen in die Richtung. Dann geben wir eben nochmal 4 in die. Und das reicht schon so für den Anfang quasi. Ich sollte die Drohne verwenden. So, das geht doch gleich viel besser von der Hand. Schöne Sache, die Drohne. Schöne Sache. Zack. Das wird jetzt natürlich erstmal nur so ein ganz simples Ding.
Einigermaßen funktional, einigermaßen wehrhaft. Jetzt gehen mir eh schon gleich wieder die Klötzchen aus. Das ist natürlich auch. So, Moped ist auch im Weg, sehe ich das richtig? Oder was ist denn hier im Weg? Da ist gar nichts im Weg. Okay. Das Ganze noch möglichst stabil. Also ich will nicht, dass es in der Luft schwebt. Wegen halt dieser Structural Integrity, damit mir das Ding einfach nicht zusammenbricht. Ist mir oder beziehungsweise mein Mitspieler, sage ich mal so, doch tatsächlich jetzt schon ein paar Mal passiert, als wir Multiplayer gezockt haben. Da hat mir gerade den Constructor befüllt mit all unseren Ressourcen, die wir in stundenlanger Arbeit zusammengesucht hatten, und dann bricht das Ding einfach zusammen und alles ist weg. Das war ein ganz klein wenig ärgerlich. Wir hatten tatsächlich die Motivation, das Ganze nochmal durchzuziehen, dann ist die Scheiße nochmal passiert, alles zusammengebrochen, alles weg. Und dann haben wir auch Feierabend gemacht. Ah, jetzt habe ich natürlich die großen Sachen, den Large Generator. Okay, das ist natürlich schon ein massives Teil. Ja, aber hilft nichts. Gleich mal den Tank daneben. Constructor hingestellt. So rum vielleicht. Wie mache ich das jetzt mit der Verteidigung? Die sind auch für die Base. Okay, also ich hoffe mal, dass ich halt jetzt zumindest hier so eine kleine Plattform drüber kleben kann. Und dort halt meine Kanone aufstelle. Ich hoffe mal, das reicht noch von den Blöcken. Es wird knapp, definitiv. Dann vielleicht tatsächlich nur so eine winzige Plattform. Drei Blöcke von denen habe ich noch. Okay, dann kriegen wir das hier noch ausgefüllt. Und die Drohnen kommen schon, obwohl die Base noch gar nicht läuft. Okay. Na, jetzt hoffe ich mal, dass die Drone Base ein bisschen entfernt ist, dass ich das Ding jetzt zumindest noch fertig kriege. Das wäre schon ganz nett. Ja, okay. Okay. Sieht gut aus. Reicht das jetzt schon von der Grundfläche her, dass ich hier diesen Kanonenturm drauf klebe? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja, super. Okay. Dann schnell die Ammo-Kiste aufstellen. Kleben wir die rein. Boah, das ist halt auch so ein fettes Teil, ne? Aber egal. Erstmal einfach hier hin. 30 mm Muni reinknallen und vielleicht sogar den Rest hier auch, damit das gerade mal aus dem Inventar raus ist. Nur mal alles zwischenlagern. Blocks. So, und das Teil befüllen und in Betrieb nehmen. Wie war das noch? P und Power on. Dann sollte ich vielleicht den Turret noch konfigurieren. Die Weißes. Alles mal gruppieren. Turret. Aktiv. Show und Hood. Okay, machen wir mal an. Predator aus. Aha, da kann man sogar aussuchen, auf was er schießen soll. Ja, von mir aus auf alles. Das passt schon. Alien und Other Factions, das müsste eigentlich passen. Ja, liebe Drohnen. Scheint wohl doch ein paar Meter entfernt zu sein, diese Drone Base. Ja, schön. Naja, was heißt schön? Schön ist vielleicht das falsche Wort. Zumindest selten. Aber für den Anfang funktional. Das sollte doch genügen. Und wichtig war mir halt hier einfach schon mal Bewaffnung drauf zu kleben, dass ich das Ding einfach während meiner Abwesenheit auch verteidigen kann. Schauen wir, dass wir die restlichen Blocks hier noch irgendwie in der um den Generator herum und um den Tank irgendwie rum verbauen. Schwierig. Damit halt die wichtigen Sachen zumindest einigermaßen geschützt sind.
So, und damit sind die Klötzchen auch alle. Okay. Aber ich denke, fürs Erste wird das Teil schon irgendwie überleben. Dann, was machen wir denn mit dem angebrochenen Tag? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ein bisschen Tageslicht. Dann schauen wir vielleicht nochmal. Wir machen so. Wir plündern mal den Wassergenerator. Und nachdem ich jetzt nicht davon ausgehe, dass die Drohnen in den nächsten Minuten hier irgendwie aufkreuzen, düsen wir gerade mal zurück zur Hütte, setzen da ein paar Medikits an und schauen vielleicht einfach nochmal im Dorf vorbei. Da habe ich ja noch ein paar Loot-Container ausgelassen. Lassen die sich jetzt tatsächlich so viel Zeit, ja? Na schön. Packen wir das Aloe Vera noch ein und dann schwingen wir uns mal zurück. Vorher vielleicht noch einen Screenshot machen, oder? Ich glaube, das macht Sinn. Die erste Base. Ist sie nicht nett geworden? Screenshot. Nee, gefällt mir nicht. Aber mit der Drohne vielleicht? Ah, das wird dann aber auch kein schönes Vorschaubildchen. Wobei, vielleicht geht's sogar. Seht's mir nach. Aber es ist wie beim Fußball, das gibt's dann einfach noch hinten extra dran. Quasi die Nachspielzeit, wenn ich hier rumfummel und irgendwie... Ach, jetzt schießt er. Kommen die Drohnen? Fuck, ich glaube, der wird eher beschossen. Okay, alles. Base Attack Drone, was ist das denn? Und wieso wehrt sich die Kanone nicht da oben? Ist die doch nicht eingeschalten? Das muss ich jetzt aber noch rausfinden, bevor ich hier abhau. Ja, ist ganz nett. Okay, aber die ist definitiv neu, diese Art von Drohne. Also, was war das denn jetzt? Oh, Low Food. Ich sollte vielleicht was essen. Kann man jetzt auch mit Shift und Rechtsklick direkt aus dem Inventar schnabulieren. Finde ich auch eine gute Sache. Ziehen wir uns mal ein bisschen Salami rein. So. War das schon alles? Eine Drohne, ernsthaft. Also ich habe den Schwierigkeitsgrad zumindest nicht runtergedreht. Das ist halt jetzt einfach so der Standard. Ach, die läuft ja gar nicht, die Base. Ich Vollidiot. Habe ich die echt ausgemacht? Warum? Warum? Okay. Gut. Das sollte jetzt aber passen, oder? Habe ich eigentlich ein Multitool dabei? Nee. Aber so viel Schaden wird das Ding schon nicht genommen haben, oder? Der Kanonenturm. Denk mal, das passt schon. So. Letzter Screenshot-Versuch. Und dann geht's weiter im Programm. Ja, das wird schon passen, gell? Das passt schon. Also. Zurück zur bescheidenen Behausung. Rechts rum. Ja, super. Hier sind halt auch echt wichtige Vorkommen ganz in der Nähe. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gewässer habe ich direkt hier. Das heißt, ich kann mir hier auch Seaweed holen. Gehe ich mal von aus. Das ist schon nicht so schlecht hier, der Standort. So, ich würde sagen, kleinen Cut an der Stelle. Wir sehen uns gleich an der Hütte wieder. Ne, Kommando zurück. Da war gerade so ein Alien-Insekt. Das muss ich euch, kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist ja wohl ganz klar. Der sieht schon cool aus. Zwar nicht der freundlichste Zeitgenosse, aber nett gemacht. Nett gemacht. Sieht cool aus, definitiv. So. Kann ich eh sparen. Das sind keine Enduro-Maschinen, muss ich mal feststellen. Also berghoch zu kommen ist relativ schwierig. Okay, aber ich darf an der Stelle feststellen, also diese Wood Cabin, diesen Shelter, den man quasi zugewiesen bekommt am Anfang des Spieles, scheint kein Drohnenziel darzustellen. Sondern tatsächlich erst dann, wenn man sich selbst eine Base hinbaut mit dem Starter-Block. Das hier scheint echt eine sichere Kiste zu sein.
So, was wollte ich denn? Medizin, wenn es denn geht. Dazu muss ich mir, glaube ich, erstmal Purified Water herstellen. Purified Water, wo ist es? E6 nicht. Oder macht man das jetzt im Food Processor? Ne, da ist es ja. Boah, teuer sind die Dinger. Ein so ein Ding für einmal? Ne, zehnmal. Okay, ja gut, das passt ja. Zack, zack, zack. Und ich glaube, Alien Plasma ZT1 habe ich sowieso hier drin, oder? Alien Tooth muss ich da noch reinpacken. Schau mal, ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Ich hatte es irgendwo hier reingepackt. Ja, hahaha. Sehr schön, sehr schön. Alien Tooth. Ach, Idiot, echt. Aber ich hatte es doch schon. Ich habe es doch schon gesehen irgendwo. Ah, ich habe es gar nicht in den Constructor reingeschmissen. Wieso sagt denn keiner was, Leute? Echt. Mensch. So, jetzt aber. Cool. Medikits gehen. Ja, scheinbar nur eins, glaube ich, aber immerhin. Und von den Dingern können wir uns auch ein paar leisten. Na, wobei, da rollen schon ein paar mehr durch. Was hat ihm jetzt gefehlt? Naja, okay, gut. Das mit dem Wasser, das dauert halt einfach alle seine Zeit, bis das durch den Prozessor da durchgelaufen ist, durch die Wassermaschine. Macht aber nichts. Das ist tatsächlich mein geringstes Problem. Stomach Pills gönnen wir uns doch auch mal. Rest schmeiße ich gerade mal in den Constructor hier rein. Zack, zack, zack. Und dann schauen wir gerade noch mal kurz beim Dorf vorbei. Bandagen habe ich übrigens festgestellt. Die sind, hier steht zwar Effective Against, gebrochenes Bein, offene Wunden. Aber ein bisschen Lebensenergie bringen die Dinge auch zurück. Also, Not am Manne ist, dann geht das schon. So, nutzen wir noch das restliche Tageslicht. Eins habe ich auch noch rausgefunden. Man kann tatsächlich Backups machen. Mache ich jetzt gerade mal eins an der Stelle. Das ist natürlich cool. Einfach nach jeder Aufnahmesession ein Backup machen. Dann kann da nichts schief gehen. So, falsche Richtung. Falsche Richtung, komplett falsche Richtung. Okay, vielleicht an der Stelle nochmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich beim Village wieder, sofern nichts dazwischen kommt. Wir sind fast da. Ich bin halt jetzt auch dem Sonnenuntergang sozusagen entgegengefahren, deswegen ist es jetzt noch ein bisschen schneller dunkel geworden. Und jetzt sieht man auch ganz schön, was ich meine, dass es halt echt schwierig ist, gerade wenn man durch den Urwald durchfährt, fährt bei Nacht. Ist jetzt auch natürlich möglicherweise einigermaßen logisch das Ganze, aber es ist einfach schwierig, nachts hier unterwegs zu sein. Mit dieser Funzel. Aber nicht falsch verstehen, ich finde das schon cool. Also, es soll ja auch nachts wirklich, also auf einem Planeten, wo es praktisch keine Zivilisation gibt, sage ich mal, wo es einfach keine normalen, also keine künstlichen Lichtquellen gibt nachts oder nur ganz, ganz wenige. Da wäre es nun mal auch einfach stockdunkel. Das ist ganz normal. Deswegen gehört schon dazu. Trägt zur Atmosphäre bei. So, jetzt packen wir das Moped nochmal aus, denn um dieses Dorf da vorne geht's. Das andere habe ich schon weitestgehend gelootet. Aber hier habe ich, glaube ich, schon noch, also mindestens zwei Container übersehen. Es kann natürlich auch sein, dass sich da noch irgendwie viel mehr verbirgt in diesen Dörfern. Da werde ich dann wahrscheinlich herausfinden, wenn ich dann mal irgendwie ein Wessel habe und mal so ein Dorf zu Klump schießen werde. So. Dann wollen wir den Herrschaften mal einen Besuch abstatten. Servus, darf ich rein? Ja, auch nachts. Alles kein Problem. Gut. Nur die Drecksviecher sind halt das Problem. Okay. Ich kümmere mich erstmal um die Spawner, damit ich hier in Ruhe looten kann, weil das Sinn, dann wirst du wieder in den Hintern gebissen, hast eine Infektion oder Parasiten oder was auch immer. Muss ich nicht haben. So, also die T2 Assault Rifle hat aber definitiv mehr Wumms. Definitiv.
glaube nicht, dass das jetzt mein subjektives Empfinden ist, sondern ich glaube, die macht echt mehr Damage. Mhm. Also mit der T1 habe ich doch zwei Magazine gebraucht für die Dinger. Mit der T2 geht das deutlich leichter von der Hand. Also diese komischen Skulpturen und Gottesfiguren oder was auch immer das sein soll, die sind schon cool. Also das ist schon geil gemacht. Die Augen offen halten nach diesem komischen Viehzeug, da war schon wieder so einer. Nehmen wir dem erstmal den Spawner weg. Crawler heißen die Dinger. Ich muss nur echt aufpassen, dass ich hier die einheimische Bevölkerung nicht treffe. Ich glaube, die finden das nicht so cool. Auch wenn sie nur mit Speeren bewaffnet sind, ich glaube, die Masse macht es halt einfach. Oh, geil, Tomaten ohne Ende. Da kann ich mir natürlich Setzlinge ziehen. Ja, cool, eigentlich brauchst du gar keine eigene Farm. Kommst einfach regelmäßig hier vorbei und lootest alles weg. Das wird ja hier auch nachwachsen, ganz normal, gehe ich mal von aus. Ja, cool, cool. Und jetzt sieht man auch schön, dass es tatsächlich eben auch unter freiem Himmel wächst, ohne irgendwelche Pflanzlichter. Sofern das Klima stimmt. Hier wird auch angezeigt, Pre-Harvest, das heißt, die sind noch nicht fertig. Ist, glaube ich, auch neu. Oh ja, ich sag's euch, also die Alpha 6 ist wirklich gelungen. Ich weiß, ich habe schon mal erwähnt, aber kann man nicht oft genug sagen. Tolle Sache, ich bin echt richtig begeistert von. Wenn ich jetzt hier noch die ollen Loot-Container finde und da auch noch irgendwas Nettes drin ist. Hüpf. Okay, also die kleinen Hütten mit den roten Dächern, da gibt es nichts zu holen. Da ist einer. Hatte ich den schon? Nein, sehr gut. Naja, gut, okay, das ist überschaubar. Wobei Plastic Raw Material ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich glaube, da ist relativ schwierig dran zu kommen, wenn mich hier alles täuscht. Zack, nehmen wir auch alles mit. So, insgesamt meine ich, sind es 3 von diesen Loot-Containern, oder? Sehe ich das richtig? Da! Kann natürlich auch sein, dass das die Spawner für die ganz normalen Bewohner hier sind, aber ich reiß die einfach mal alle ab. Wird wohl nicht schaden. Oh, okay, Neodymium, sehr schön. Hydrogen, Silikonkoppen, okay, dann gut. Den Rest habe ich selber schon, aber Neodymium nehme ich natürlich gerne mit. Sehr cool. Sehr cool. Gut, da oben ist nichts mehr drin und einen, glaube ich, hatte ich ja schon ausgeräumt. Der war es nicht, nee. Kann mir auch nichts merken. Hier ist dieser Tempel drin. Da! Ah, wollte ich gar nicht. Los, Minai! So. Einfach geil. Einfach geil. Bildchen. Bildchen. Cool. Ja, es füllt sich einfach mit Leben, dieses Spiel. So, hatte ich den schon? Nee, oder? Auf so einem Balkon? Doch, den hatte ich schon. Okay. Der steht hier wache. Okay. Macht aber schon so ein bisschen angespannten Eindruck hier. Was macht ihr da eigentlich für Experimente? Hm. Ich werde es wohl nicht rausfinden. Cool sehen die schon aus, diese Alienwesen. Schade, dass so gar keine Interaktion möglich ist, außer die Typen abknallen. Was wir eigentlich an der Stelle auch gerade mal machen könnten, oder? Aber naja, na gut, dann gehen die halt alle auf mich los. Fluchtfahrzeug vielleicht schon mal in die Hand nehmen. Und zum Abschluss der Folge noch ein bisschen Unsinn machen. Talon Guardian heißen die. Okay, Kollegen kommen auch dazu. Verlassen die ihr Dorf nicht, kann das sein? Also dann sind die ja wohl echt leichte Beute. Also ganz ehrlich, wenn die da nicht rausgehen. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Und nachdem sowieso keine Interaktion mit denen möglich ist, handeln kann man nicht oder dergleichen.
knall ich die doch einfach ab. Money Card. Ach, sieh mal an, das ist wahrscheinlich für den Händler relevant, oder? Damit habe ich mich zum Beispiel noch gar nicht auseinandergesetzt, wie das da mit der Währung aussieht. Goldmünzen hatte ich in der letzten Alpha schon mal gefunden, gab es keine Verwendung für, aber ich... So, das waren jetzt alle, oder? Haufen Setzlinge dabei. Okay, was kann ich denn wegschmeißen? Aber was wollte ich sagen? Ja, wie es halt mit der Währung tatsächlich aussieht. Ich meine, das ist ja schon... Den Scheiß brauche ich nicht. Kandalen, Tomato Sprout. Ach, den Rest brauche ich aber eigentlich auch nicht, oder? Tomaten habe ich eh dabei. Nee, das passt schon. Waren das jetzt schon alle? Hat dieses Dorf echt nur 4 Einwohner? Oder haben es nicht alle mitbekommen? Tja, sieht nicht so aus. Tja, ich glaube, ich habe soeben mein erstes Dorf ausgerottet. Und es tut mir überhaupt nicht leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn sie dem Fortschritt im Wege stehen, dann müssen sie halt weg. Kommt damit klar. Willkommen im Kapitalismus. So, jetzt würde ich gerne noch 1 bis 2 Alien Plasma ZR1 hier einsammeln. Ich glaube, es wird mir nicht gelingen. Egal. Ich mache mich auf den Rückweg, würde ich sagen. Machen wir Feierabend an der Stelle und in der nächsten Folge geht es dann einfach weiter mit, ich weiß noch nicht, je nachdem, wie es sich ergibt. Ich werde natürlich wieder ein bisschen grinden während eurer Abwesenheit. Und dann schauen wir mal. Einiges an XP habe ich jetzt auch schon wieder dazu bekommen. Das heißt, wir können auch einfach nochmal im Tech-Tree nachsehen, was wir da noch zusätzlich freischalten können. Vielleicht können wir uns ja sogar schon so ein kleines rudimentäres Hover-Wessel hinstellen. Das wäre mir natürlich deutlich lieber, als hier mit dem Moped durch die Gegend brausen. Gut, also ich sage danke fürs Zuschauen an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Adieu. Stopp, den nehmen wir noch mit, den nehmen wir noch mit. Ab, ausgestiegen. Verdammt, wo ist er? Eieiei. Die. Nice. Fleisch kann er behalten von mir aus. Dann verabschiede ich mich mit diesen Bildern. Adieu.